Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier aus der eigenen Bike Werkstatt Ecke. So ein Format, wo ich immer mal wieder gern eingehe auf ein paar Produkte, wo das Schrauberleben einfach eine Idee einfacher machen. Nämlich auch dann genau der hier, so ein kleiner Mini Kompressor. War für mich einfach mal so eine Spielerei, Probier es doch einfach mal aus, ob der auch seinen Zweck erfüllt. Und er ist ganz cool, muss ich ehrlich sagen, weil er pumpt einen Reifen auf innerhalb von kurzer Zeit. Ich muss nicht manuell pumpen, da ist ein Akku drin, ist mit USB-C aufladbar und macht dann einen relativ einfachen Job, sowohl am Fahrrad als auch mal am Auto, wo man einfach mitnehmen kann. Fahren wir jetzt aber einsteigen, packen wir mal aus und machen mal ein kleines Unboxing von dem Kameraden. Und gucken mal nach, wie es sich so bitte schlägt, auch nach einem Aufpumpen noch. Verpackungstechnisch muss ich wirklich sagen. Ähm, Produkt von Februar, Könnt ihr unten auschecken in der Videobeschreibung. Und euch gönnen, wenn ihr möchtet. Und hier gerade im Unboxing war ich alles soweit drin. Einmal der kleine Kompressor, den wir da dafür brauchen, klar. Leitung A, Leitung B. Noch ein kleines Täschle, ein kleines USB-Kabel und noch ein Adapter für den Ball zum Aufpumpen. Also so ein rundum sorglos Paket, was man alles dementsprechend so brauchen kann, um seinen Reifen mit Luft zu versorgen. Hier haben wir noch dabei, habe ich draufgeschraubt hier auf diesen einen Adapter oder Schlauch, so ein Adapter für das Fahrrad, dass man auch das französische Ventil locker mit Luft befüllen können. Soweit hat es auch schon im ersten Test bei mir funktioniert. Schau mal an, was er so alles kann vom Einschalten her und wo ich auch ein bisschen da die Funktion so als chillig empfinde. Ähm, ist noch der Moment, wo er richtig cool ist. Einmal, einfach nur cool. Schutzfolie ab. Dann haben wir in der Mitte den Einschalter, wo wir dann drauf drücken dürfen, bis er einmal hochgefahren ist. Auf On. Super easy. Jetzt kann ich hier mittels dieser beiden Plus- und Minus-Tasten meinen Druck einstellen, den ich gerne haben möchte. Auch super einfach. Und ich kann jetzt hier unten noch durchschalten unterschiedliche Modi, also Speicherplätze eigentlich mehr oder weniger. Einmal quasi ein persönlicher Speicherplatz, kann auch umschalten zwischen PSI und zwischen Bar, je nachdem, was ich einstellen möchte. Einmal fürs Auto kann ich einstellen, in dem Fall ist Bar eingestellt, zweieinhalb, kann ich aber hier mit diesen Minus- und Plus-Tasten super entspannt korrigieren und dann kann ich meinen Reifen auf diesen Druck auch aufbekommen. Genauso auch das Fahrrad. Ich habe ich 2,4 Bar eingestellt. Oder man geht weiter durch, wir haben noch das Motorradle mit zwei Sieber und einmal der Ball mit 8 PSI. Könnt ihr aber einstellen, so wie ihr es wollt. Ihr könnt auch diese Wertung PSI und Bar umstellen. Das ist alles gar kein Problem. Da könnt ihr euch einfach durchwursteln. In dem Menü ist super intuitiv gemacht, muss ich wirklich sagen. Und das Format ist halt super handlich, auch mal zu mitnehmen. Wenn ich gerade mal eine längere Tour fahre und ich weiß, ich brauche eventuell ein bisschen Luft, macht schon irgendwie Sinn und klappt dann auch schon recht gut. Auf der Oberseite haben wir ein paar Anschlüsse, einmal den für den Schlauch für die Luft, einmal eine Beleuchtung, die kann man hier dann einschalten, dass man auch was sieht, beim Dunkeln eventuell, wenn dann beim Auto die Luft ausgehen sollte und ich bin irgendwo in der Panne dran, der kann noch blinken, der kann schnell blinken und der kann wieder aus. Da ist ein Platz zum Aufräumen der Schläuche, die kann man dann da einfach verstecken und aufräumen. Und hier oben haben wir die USB-C-Ladebuchse, um unseren Akku mit Strom zu versorgen, super einfach, Kabel rein, und er beginnt zum Laden, bis dann voll ist klar. Und dann kann man ihn auch zum Einsatz bringen. Für mich ein Produkt, wo ich dachte, euch schon mal eine Weile testen, eine Weile für euch in dem Video zeigen, weil so Reifen aufpumpen oder auch mal Luft dabei haben unterwegs in dem kleinen Format für mich mit Sicherheit mal kein Fehler und vor allem hat auch Geräuschpegel zum Thema halt Mietshauskompatibilität oder ich weg hat auch nicht im Hotel alle, wenn ich da mal meinen Reifen aufpumpe, da schon relativ leise, werden wir gleich sehen, wenn wir ans Rad rübergehen und mal auch stoppen, wie lange er braucht für einen Reifen, der komplett gerade leer ist, aufzupumpen bis auf die zweieinhalb oder 2,4 Bar, die ich eingestellt habe. Soweit. Ähm, Laden ist klar. Dann haben wir jetzt eins und einen Schlauch. Adapter drauf für unser französisches Ventil am Fahrrad. Und hier oben dann noch einfach den Schlauch rein und das war dann schon mal fast alles. Hier ist ein Aufkleber drauf, Achtung heiß, es ist kein ähm, Fake, diese Schläuche werden warm, klar. Wenn ich Luft komprimiere, dann wird die auch erwärmt, was völlig logisch ist. Ähm, das dementsprechend ein bisschen aufpassen, der Schlauch wird ein bisschen wärmer. Aber kein Problem, äh, ist bei jedem Kompressor oder Pumpe so, gehört einfach dazu. Jetzt schalten wir mal ein. So, jetzt ist schon ein. Und jetzt können wir auch schon mal in das Modi gehen für unser Fahrrad. Hier haben wir es. Und da haben wir jetzt eingestellt 2,4 bar. Möchte ich jetzt auf mein Fahrrad draufpumpen. Und das würde ich sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Gehen rüber ans Fahrrad und stoppen auch mal nach, wie lange er braucht, bis er wirklich aufgeladen ist. Let's go ab rüber zum Rad. Und dann gucken wir mal nach, wie es funktioniert. Der Reifen ist jetzt völlig leer. Also ihr seht, den habe ich jetzt mal komplett leer gemacht. Ist ein Reifenschlauch. So, Ventil aufschrauben. Dann können wir die Pumpe auch schon ansetzen. Pumpe ist dran und dann heißt jetzt einfach mal ähm, go und lassen wir den Reifen mal aufpumpen. Okay, soweit, so gut. Der Reifen war komplett leer, das habt ihr gesehen, ähm, bis er aufgepumpt war und wirklich super chillig. Ich muss da jetzt halt nicht irgendwie ähm, manuell pumpen, ist ganz entspannt. Deswegen finde ich es ganz schick, so, so, ein, so ein Gimmick zu haben, oder so ein Tool zu haben. Und wieder Reifen zu und soweit, das Thema Aufpumpen unseres Reifens ist schon geschafft. Ich denke, es ist ein ganz cooles Tool, um einfach da mal sich sein ähm, Leben in der bike einfacher zu machen. Vor allem auch, ich denke, für alle die, die vielleicht sich nicht gerade einen großen Kompressor her tun wollen, aber für doch mich das Pumpen manuell haben möchten, macht so ein kleiner Akku-Kompressor mit Sicherheit Sinn. Und klar, braucht er jetzt zum Aufpumpen vielleicht waren es so eineinhalb Minuten, bis der Reifen voll war, was hier aber kein Thema ist. Das kann man nebenher warten. Das ist ja alles cool. Und bevor ich mir einen großen Kompressor kaufe, brauche ich nur gelegentlich, macht so ein kleiner halt Sinn. Klar, eine kleine Achtungsgeschichte. Für tubeless reifenmontage klar, kommt so wenig Volumen raus. Da müsst ihr halt auf diesen großen Bruder upgraden, für den ich auch schon mal eine Videofolge hier auf dem Kanal vor einigen Wochen gemacht habe. Aber ansonsten für den Alltag eine super coole Lösung, um ihn einfach mitzunehmen, um ihn einfach cool aufzuräumen und ähm, ja, ihn auch mal im Auto dabei zu haben zur Not, wenn er aufgeladen ist. Whatever. Könnt ihr ja gerade mal unten in der Beschreibung auschecken, wenn ihr auch einen haben wollt. Ich finde ihn echt ganz knuffig, muss ich ehrlich sagen. Und ich dachte, so ein Produkt macht doch schon mal Sinn, auch in der Bikewerkstatt für einen zu haben. Ich freue mich drauf, dass ich jetzt einen hier habe. Und da können wir auch in den nächsten Videofolgen einfach ein bisschen für euch weiter auschecken. Deswegen schon mal Abo da lassen, Like da lassen. Dann verpasst ihr auch keine Folge, was wurde aus gewissen Werkzeugen, was ich immer sehr gerne dann ab und zu mal mache. Bis dahin, macht's gut und ciao.